Allahs Barmherzigkeit ist größer als sein Zorn. Ist dieser Satz richtig? Was wir von dem Hadith wissen, ist was? Dass seine Barmherzigkeit seinen Zorn sozusagen überwältigt hat oder überholt hat. Ja? Und das ist das, was wir bestätigen. Aber, und das ist eine sehr wichtige Sache, dass wir an diese Texte so rangehen und das bestätigen, was wir überliefert bekommen haben. Ja? Ohne zu fragen, bedeutet das dann dieses und jenes und so weiter und dass das größer ist. Uns wurde überliefert, das, was ich erwähnt habe. Ja? Und über die anderen Sachen schweigen wir.